Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5-Minuten-Mittwoch. Heute spielen wir Northgard und das ist ein Spiel, das hat mich die letzten paar Wochen echt gefesselt. Ich habe da jetzt 14 Spielstunden, habe heute auch nochmal eine Stunde für euch aufgenommen und euch das Beste zusammengeschnitten. Worum geht's? Es ist ein Survival-Aufbauspiel. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ich dachte mir, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das mal zusammen so ein bisschen anschauen. Ich finde, es hat viele Aspekte vom alten Siedler von Catan. Das heißt, man hat Sektoren und die Sektoren haben bestimmte Ressourcen oder halt auch nur Bauflächen. Und manche geben Boni, manche geben Debuffs. Ne? Also da haben wir zum Beispiel hier oben einen Wald und hier oben haben wir einen Sumpf. Ne? Der Wald bringt mehr einen Produktionsbonus auf Holz, wer hätte das gedacht. Und der Sumpf zum Beispiel erschwert das Bauen. Das heißt, da können wir weniger Gebäude reinbauen. An sich ist das ein ziemlich cooles Spiel. Man startet am Anfang mit 3-4 Dorfbewohnern. Man sollte sich relativ früh dann auch ein Haus bauen, damit der Clan weiter wachsen kann. Clan ist da der richtige Ausdruck, so steht es zumindest im Hauptmenü. Wir haben 4 verschiedene Clane. Clane? Clans? Wie auch immer. Die haben alle kleine Unterschiede. Ich spiele heute den Raben-Clan, beziehungsweise stelle ihn auch so ein bisschen vor. Deren Spezialität ist es, sie können, ja, Landstücke mit Geld erwerben. Das können die anderen nämlich nur mit Nahrungsmitteln. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Mechanik, deswegen bin ich auch relativ early dann auf Handel gegangen. Man hat verschiedene Siegbedingungen, was ich ziemlich cool finde bei jedem, bei jeder Map Generation. Gibt es halt die Standard-Modi, die man halt am Anfang auswählt, egal ob Ruhmsieg, Wissenschaftssieg, Vorherrschaftssieg oder Handelssieg. Dann gibt es meistens noch einen Extrasieg und der ist Kartenmechanik abhängig. Das heißt, hier haben wir einen Magmastrom und da könnten wir zum Beispiel das legendäre Schwert von Odin ich wollte gerade schimmeln sagen, aber ich meine natürlich schmieden. Ja, Hashtag schimmeln bitte einmal in die Kommentare. Und apropos in die Kommentare, weil den Entwicklern der Stream letztens so gut gefallen hat, habe ich noch einen Key bekommen für das Spiel. Den darf ich verteilen unter euch. Und da würde ich einfach mal Hashtag Wikinger Rules. Also Wikinger wie Wikinger, ganz normal. Und Rules R-U-L-Z. Ich werde es vielleicht auch, wenn ich ganz fancy bin, hier unten nochmal einblenden. Den könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben und dann werden wir mal sehen, wer von euch mich demnächst mal in einem der Streams herausfordern kann. Ne? Also ich habe auch vor, das öfter nochmal zu spielen, weil es mir halt unglaublich Spaß macht. Updates kommen so alle 2 bis 3 Wochen. Ich bin gespannt auf den nächsten Clan und ich bin auch gespannt auf die Kampagne, die kommen wird. Da habe ich richtig Bock drauf und ich muss sagen, für 20 Euro ist das echt ein gutes Spiel. Ja, also, ich mache ja immer, ihr kennt es ja, meine gute Rechnung. Ich habe im Moment 14 Spielstunden und ich werde definitiv noch 6 reinstecken, weil ja noch neuer Content kommen wird. Das heißt, ihr könnt ungefähr rechnen, ein Spiel, eine Stunde. Wenn ihr gegen eine mittelmäßige KI spielt, wenn ihr gegen Spieler spielt, je nachdem wie gut die sind, kann das auch mal 3-4 Stunden dauern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die 20 Euro da gut investiert sind. Was ich ein bisschen unbalanced finde, ist, dass man im Mid- und Late-Game hat man so ein Shift drin. Ne? Also ich finde die Anforderungen für den Handelssieg, für den Wirtschaftssieg, ein bisschen zu hoch. Das könnte man ein bisschen runterschrauben. Ansonsten finde ich das eigentlich ziemlich gut gebalanced, das Spiel. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Die Clans haben eigene Distinctive Unterschiede, nein, das wäre Differences. Herausstellungsmerkmale, so kann man es glaube ich sagen, die halt wirklich auch herausstellend sind und nicht nur einfach ein paar Zahlen gedreht sind. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, wie gesagt, ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen, ne? Wenn ihr das Spiel feiert, wenn ihr mich feiert, dann lasst doch einen Daumen da. Ich versuche das einfach mal heute so. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe natürlich, wir sehen uns in einem der nächsten Streams und oder im nächsten 5-Minuten-Mittwoch und oder im neuen Format Video Game Skills in Real Life. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich würde sagen, macht's gut, bis dahin, haut rein.